So, moin moin und willkommen zurück zu Cheaterfield 3, 4 meine ich natürlich. Also, Battlefield 4, eine neue Runde, ein neues Glück. Ich bin mal einfach mittendrin eingestiegen in diese illustre Runde hier, Team Deathmatch, auf dieser Map Zavod, was weiß ich, wie das Scheiß hier heißen soll. Das ist irgendwie was Russisches oder so. Wir sind natürlich mit einem Sturmsoldaten unterwegs. Naja, was heißt natürlich? Die letzte Zeit habt ihr ja alles Mögliche am Stissel, wenn ich denn was zur Aufnahme kam. Und wie immer mit meinem Lieblingskarabiner G36C. Und immer wieder, wenn ich mit dem G36C unterwegs bin, dann möchte ich ja immer gerne... Ach, hier schon wieder. Dann möchte ich natürlich auch gerne diesen kleinen Fail, den man da immer sagt, den möchte ich dann gerne auch mal immer wieder aus dem Weg räumen. Das G36C, das C da drin, steht nicht für Combat, es steht für... kompakt. Durch eine leichte Bauart. Alter, ich hab... Guck mal hier. 11.8. Zwei Dinge habe ich schon wieder reingekriegt. Schön. Sah eigentlich ganz gut aus. Warte mal. Wir werden mal hier den alten... die alte Heul-Dingens hier... Das werden wir mal ausmachen. Den alten Chat. Ja, also kompakte Bauweise und so weiter, Gewichtsverlust des G36 und so weiter und so fort. Also das Ding ist eigentlich, glaube ich, die Hälfte kleiner. So, und am heutigen Tage, ich kriege die Folge heute auch gleich zu sehen, da habe ich mal die Frage bei Facebook, glaube ich, gestellt. Nein, ich habe keine Frage richtig gestellt. Das war mehr so eine, ja, ich sag mal, wie soll ich das am besten ausdrücken? Ah, da stand da. Das war mehr so eine Feststellung. Da würde mich mal interessieren, was haltet ihr so davon, was EA sich da jetzt geleistet hat? Weil ich meine, geleistet ist gut. Ich habe natürlich auch, wie viele andere, mir alle Schrotflinten freigekauft und alle Scharfschützengewehre, weil gab es ja für lau. Gab es ja kostenlos. Was haltet ihr davon? So als meine Community. Ist das sinnvoll, dass EA den ganzen Mist einfach so kostenlos raushaut? Weil ich meine, irgendwo, es fehlt da doch schon wieder... Meine... Scheiße. Entschuldigung. Ich kann es nicht glauben. Kaum nehme ich auf, Alter, kriege ich nur noch Oberfresse. Das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Und ich spiele noch immer mit genauso viel FPS wie vorher. Nämlich mit irgendwie was bei 100 Stück. So, gut, okay, dann suchen wir uns mal hier das nächste Opfer. Weil mit dem G36C brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Kills. Denn das G36 soll natürlich einen Service da erhalten. Ne, weil das ist ja halt, ne, wie man das ja aus... Ach, wie man das aus Battlefield 3 noch von mir vielleicht kennt, ist das G36 eins meiner mein Lieblingsgewehr, kann man eigentlich sagen. Oh, Alter, wo war das? Also, ernsthaft. Kaum nehme ich auf, geht hier gar nichts. Es geht einfach gar nichts mehr. Also selbst der Grantelbart hat mich ja schon gefragt, woher mein plötzlicher Skill kommt. Grantel hat allerdings mit mir ein paar Runden offscreen gespielt, also offcam. Sobald ich offcam spiele, spiele ich irgendwie anders. Ich weiß nur immer noch nicht, woran das liegen könnte. Hab schon zurück. Oh, ich hab den nicht zurückgeholt, ist egal. Das war mir da jetzt gerade so ein bisschen zu... Ja, hier und natürlich. Oh, wurde auch mal Zeit hier. Karabiner-Ribbon. Aua. Also irgendwie, ich weiß nicht, in letzter Zeit, ich habe ganz häufig das Gefühl, wir befinden uns hier nicht mehr in Battlefield, sondern echt nur noch in Hackerfield. Ja, ich will jetzt nicht diese Situation eben beschreiben, sondern ich will einfach mal generell auf die Situation, die mir in letzter Zeit häufig... widerfahren. Da möchte ich einfach mal drauf eingehen. Ja, weil in letzter Zeit ziemlich unrealistisch auf mich geschossen wird. Okay, dass der jetzt... Tja, da hätte ich vielleicht mal ein bisschen anders reagieren müssen, aber gut, okay. So, ich würde sagen, heiter geht's weiter. Ja, also die Situation, die ich so die letzte Zeit durchlebt habe, ist irgendwie teilweise ein bisschen merkwürdig.
oder sind teilweise merkwürdig. Also ich kriege Headshots durch die Wände und so weiter. Also das ist das Typische, worüber sich eigentlich jeder aufregt. Und ganz ehrlich, ich habe in letzter Zeit, habe ich echt saumäßig viele Spieler, also das ist erschreckend, wie viele Spieler ich tatsächlich mal gemeldet habe, mit der Begründung Überprüfung halt eines Cheats und wie viele Profile auch tatsächlich, weil ich habe mir die Namen aufgeschrieben, stellenweise, wie viele Profile tatsächlich auf einmal verschwunden sind. Ich fand es echt sehr erschreckend. Also ich will jetzt niemanden beleidigen, aber früher hat man gesagt, ey, nur Kanacken cheaten im Internet. Also ich meine, dieses Video, das kennt man doch, ne? Hier wieder eine da seinen Counter-Strike Enrage bekommt, da im Teamspeak. So, aber ich habe gerade mal festgestellt, dass meine Katze hier schon wieder dummes Zeug macht. Na, doch nicht. Wir nehmen mal die Mini mit, weil da können wir zwei Granaten von nehmen. Aber die Runde hat es eh gleich hinter sich. Und wir haben es auch fast geschafft. Ja, toll. Ja, super. Stehen sie da zu zweit, ey. LMG. Ja, würde ich sagen, hat die Runde schon geschafft? Nein, hat sie noch nicht. Drei Kills braucht mein Team noch. Dann hat sich das Ding hier erledigt. Ein Kill. Ja, DVD, das war das. Ich lasse wie immer den Rest natürlich unkommentiert und würde einfach sagen, wir sehen uns gleich auf diesem Server in der nächsten Runde wieder. Bleibt dran, bis gleich. Nochmal. So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, selber Server, selbe Welle und so weiter. Und hast du nicht gesehen? Auf ein neues, 300 Tickets gilt es einzusacken. Und es haben sich natürlich ganz, ja, ein paar Spieler verpisst. Wir sind jetzt hier nur noch zu 20. Und 300 Kills mit 20 Leuten, das kann lange dauern. Wollen wir mal sehen, ob da noch ein bisschen was joint oder ob da jetzt noch ein bisschen was sich verpieselt. Wir werden sehen. Wahrscheinlich sind wieder die guten Spieler alle weg. Oh, oh. Au! Mann, der etabliert! Auch noch First Blood oder was, ne? Sah so aus. Immer diese leichten MGs hier. Was habe ich hier eigentlich drin? Compact. Nö. Doch. 45er Magnum. Hat zwar einen heftigen Durchschlag, die Rex auch, aber die Kadenz, also die theoretische. Ja, genau. Ja, siehst du, genau, hier. Nee, das. Hä? Ein Sturmgewehr. Oh, na gut, würde ich nichts gesagt haben. Obwohl, Sturmgewehr könnten wir eigentlich auch mal drauf gehen. Mal mit der alten Farmer so ein bisschen und da können wir direkt mal schauen, ob wir bei den ganzen Battle Packs, die ich die letzte Zeit aufgemacht habe, wo ja eigentlich nur Müll drin war, ob ich da nicht irgendwas bekommen habe. Nö, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich habe nur für irgendwelche, also ganz ehrlich, diese Battlepack-Geschichte in diesem komischen Monat, den wir hier haben. Ich habe wirklich mich gezwungen, mich jeden Tag einzulocken. Na, also muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Ich habe mich wirklich gezwungen, mich einfach mal jeden Tag einzulocken und wenigstens ein Battlepack pro Tag abzugreifen. Ich würde mal behaupten, so im Nachhinein hat das auch ganz gut funktioniert. Also ich habe da wirklich ordentlich ein paar Sachen dazu bekommen. Aber im Groben und Ganzen habe ich echt nur Müll gekriegt. Also ich
schon wieder hier, ne? Minus. Also, nee, nicht Minus, sondern ja, Minus. Minus 2. Also, es ist unglaublich. Ich darf echt nicht aufnehmen. Klingt komisch, ist aber so. Aber ohne Aufnahme wäre es ja langweilig. So, einfach mal da hinschmeißen, so eine alte Granate. Und ich muss sagen, so eine No-Explosive-Server, die sind ja nun wirklich oberlangweilig, oder? Was sagt ihr? So, ich hau mir mal so ein altes Medikit in die Brust. Mal so ein bisschen Atropin und ein bisschen Adrenalin. Atropin nicht. Atropin gibt es nur bei... Na? Wie heißt denn das nochmal? Atomaren Zwischenfällen. Ja, genau. Aber ich bin auch ein bisschen blind, muss ich sagen. Ich meine, hier zielen und sprayen und... Oh Gott. Dummkopf. Ich glaube, ich werde das nie lernen. Ach nee, wir sind ja Deathmatch. Da kann ich ja nicht bei einem Teamkameraden joinen. Ich habe hier auch komischerweise, wenn man jetzt Battlefield 3 und 4 in meinen Statistiken miteinander vergleicht, dann ist mir eins aufgefallen, und zwar, dass hier um die Ecke gleich wahrscheinlich irgendwo einer kommt. Und zwar ist mir Folgendes aufgefallen. Ich habe hier auf jeden Fall viel, viel mehr Conquest, Ribbons, beziehungsweise, Service Stars. Mann, Killhilfe 23, Alter. Beste Waffe, wo gibt oder was, Alter? Ich hätte mal nicht die Farmers nehmen sollen. Ja, nee, komm, ist gut. Wo ist er? Granato. Heißt das nicht Granata? Naja, egal. Whatever. Einfach mal locker aus der Hüfte gesprayt und irgendwo hin. Einfach mal mitten. Irgendwo ins Nirgendwo. Irgendwo. Na, verdammt. 3-4. Gott, bin ich schlecht. Ja, ich bin so schlecht. Vielleicht sollte ich auch mal ganz assi eine Pumpe nehmen. Weil, ne, mit Pumpedüse hier auf solchen Maps. Und ich muss sagen, Team Deathmatch, mit dieser Map habe ich endlich, ja, irgendwo so mein Kanäle-Klon gefunden. Da hatte ich ja auch schon öfter mal gesagt, hier, kommt, schreibt es in meine Kommentare. Welche Map ist denn Team Deathmatch? Alter, habe ich Glück gehabt, das war eine eigene. Ich habe die Fäden, sie habe ich viel zu spät gesehen, wie immer. Ja, ich hatte ja öfter mal gefragt, Team Deathmatch, was kommt denn den Kanälen doch ziemlich gleich? Und ich muss sagen, je länger ich diese Map gespielt habe, umso mehr ist mir aufgefallen, diese Map kommt den Kanälen doch sehr nahe. Ja, so schön so ein bisschen hier versteckt, einfach mal Kreis sprinten. Oh, oh. Haben sie den? Hab ich den? Na, ich ja sowieso nicht. Alter! Killhilfe 25. Na, GZ dazu. Ich bin aber auch wieder... Also sowas. Ich bräuchte mal ein paar Gadgets für Pistolen. Da müsste ich mir, glaube ich, mal echt durchschauen. Ob ich bei den ganzen Piss-Battle-Packs nicht irgendwo mal... irgendeine Pistole habe, wo auch mal so ein paar Gadgets für vorhanden sind. Aua. Komm. Gib mir Energie. Die Energie für Leben. Alter, ACWR. Ja gut, mit der ACWR kann ich auch. Naja, kann ich halt mit umgehen. Ey, 4-6. Die letzte Runde sah so gut aus. Das hat so schön angefangen. Schnief. So, und ich bin schon wieder bei einer Viertelstunde. Also ich habe gerade mal so drüber nachgedacht, nur splitte ich das in zwei Folgen. Aber mal schauen, vielleicht splitte ich das und dann kriegt ihr heute zwei Folgen. Also irgendwie laufe ich auch, habe ich gerade so das Gefühl, ich laufe die ganze Zeit immer in die Gegnerhorden rein. Also wo so zwei, drei Stück stehen, ne, Tribulos dabei. Und anstelle dann einfach mal erstmal den Rückwärtsgang einzulegen, laufe ich lieber vorwärts. Sauber! Wie habe ich das denn gemacht? Keine Ahnung, aber ich habe es gemacht. Ich weiß es nicht.
Ja, und dann, liebe Leute, ich